Herzlich willkommen zum inzwischen stolzen 9. Special hier beim Telestammtisch. Und diese Specials, die sind ja dafür bekannt, dass wir da tolle Interviews führen. Und diesmal haben wir die Gelegenheit, uns mit einer Dame zu unterhalten, die für den Panini Comics Verlag unter anderem tätig ist und dort Übersetzungsarbeiten durchführt. Fangen wir mal ganz vorne an. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist denn du? Hi Andi, ich bin die Caroline. Hi Leute. Hi Caro, ich habe deinen Namen jetzt schon ganz oft in einfach den Superhelden-Veröffentlichungen von Panini Comics gelesen. Also in den ersten Publikationen achte ich inzwischen nicht nur eben auf Künstler und Autor, sondern eben auch auf die deutsche Betreuung, und da ist ja vor allem die Übersetzerin oder Übersetzer eine Sache, die da eben auch mitgenannt worden ist. Aber bevor wir uns jetzt gezielt auf deine ganze Arbeit stürzen, vielleicht nochmal kurz zu dir. Ich habe gesehen, du warst vor kurzem in Frankfurt. Wie hat's dir gefallen? Ja, sehr gut, sehr gut. Das war so ein Abschluss einer kleinen Reise von mir. Ganz spontan habe ich da eine junge Dame kennengelernt, die mich dann zu sich nach Hause eingeladen hat und mir die Stadt gezeigt hat. Und ich muss sagen, also hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe festgestellt, Frankfurt ist eine Stadt der Gegensätze. Also um das mal zu beschreiben, also da die großen Hochhäuser neben dem Bahnhofsviertel und dann den Parks natürlich und so weiter. Also die Stadt hat von allem was. Ja, und vor allem hat sie auch 3 Comicläden. Nee, da habe ich mich nicht blicken lassen, muss ich zugeben. Ich war ja im Urlaub. Ja, ich habe dich ein bisschen gestalkt. Du hast dir vor allem das Grün angeguckt auf Facebook. Auf Facebook habe ich gesehen, dass du dir den Palmgarten angeschaut hast. Stimmt. Genau. Ja. Internet verrät alles. Oh mein Gott. Big Brother is watching you. Und, ja, genau. Ja, machst du das? Also bist du auch ein bisschen reiseverliebt? Reist du gerne? Oh, sehr, sehr gerne sogar. Ja, das hat mit meiner Kindheit zu tun, weil ich mit meinen Eltern, ich kenne das nicht anders. Also meine Urlaube als Kind sahen so aus, meine Eltern haben mich ins Auto gepackt und los ging's. Und ich habe festgestellt, irgendwie habe ich das jetzt als Erwachsene übernommen und mache es jetzt halt so auch ganz gerne auf meine Art. Einfach spontan mal wohin mit groben Eckpunkten und schauen, was dann dazwischen so passiert. Also war interessant. Und wo bist du eigentlich unterwegs? Auch in der Nähe von Stuttgart oder ganz woanders? Ich bin eher in Nürnberg. Nürnberg, Das ist so meine Hut. kennen wir noch gar nicht, aber vielleicht gibt es sicher mal die Gelegenheit, nach Nürnberg zu kommen. Gibt es da eigentlich so Comic-Veranstaltungen oder so Geek-Nerd-Veranstaltungen? Gibt es da sowas? Oh, ja, also es gibt zwar nur einen wirklich großen Comicladen dort, aber der macht recht häufig Events, aber das Hauptevent in der Richtung, würde ich sagen, das ist der Comic-Salon. Der ist zwar in Erlangen, aber Nürnberg führt Erlangen, das ist so ein gehört irgendwie zusammen. Und findet alle zwei Jahre statt, der Comic-Salon in Erlangen, und das ist immer fantastisch. Also wirklich. Ja, der ist natürlich, also die größte Veranstaltung ihrer Art in Deutschland. Wahrscheinlich noch mit dem Comic, wie heißt er in München, das Comic-Festival, das ist wahrscheinlich noch vergleichbar, aber nicht so groß, ne? Ist deutlich kleiner. Nee, das war tatsächlich kleiner als Erlangen, aber es ist nicht die größte Veranstaltung dieser Art, sondern das war also die Comic-Cons. Ja gut. Klar, aber das ist zwar was anderes, in Anführungsstrichen, aber boah, das war gigantisch. Stuttgart bei unten, ja. Stuttgart, das ist eine ganz, ganz andere Kategorie, Größe. Ja, kann man mit Erlangen und München nicht so vergleichen. Es ist familiärer, putziger. Ja, wir haben hier für den Podcast und auch für die Internetseite geekwiz.de, wo das dann unter anderem mit veröffentlicht wird, auch viel auf der Frankfurter Comic-Con gemacht, die dann natürlich auch ein großes Special gehabt, über viele Stunden mit allen Künstlern, die da unterwegs gewesen sind, auch gerade deutschsprachige Künstler, viele. Es ist schon auch ein ganz anderes Publikum, die natürlich gar nicht häufig auch unbedingt einen Comic mal jeweils in der Hand hatten, ne? Das ist leider wahr, ja. Oder aus Versehen. Nur, wer weiß. Wie ich vorhin zu dir vorher gesagt habe,
Es ist für alle was dabei. Und wenn man sich durch die Filme inspirieren lässt, dann als Supergirl rumzurennen, ey, do Warum your nicht? thing, warum nicht, Bitte. ey, bitte, why not? Ja, und wie sieht es mit dir aus, wenn du jetzt mal gerade nicht gerade beruflichen Comic in der Hand hast, liest du privat auch noch mal in der Richtung was oder eher nicht so? du hast mich jetzt kalt erwischt. nicht mehr so viel wie früher, einfach aus Zeitgründen. Wobei ich schon ein, zwei Serien habe, die ich zelebriere und die auch mit Superhelden weniger zu tun haben, das eben so das Arbeitsgenre ist. Ganz andere Richtung. Und da gibt es schon ein, zwei Sachen, die lese ich gern nebenbei. Aber das ist eher so. Ja, fast schon die Ausnahme geworden. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, ich kann es auch verstehen. Man hat ja dann vielleicht privat auch gar keine Lust, sich das dann da auch nochmal zusätzlich zu geben. Gibt ja auch viele schöne andere Sachen, die man sich angucken und lesen kann und Ausflüge Das machen und ist. keine Ahnung. Also zum Beispiel, da hast du recht. Ja, ich würde mich gerne erstmal mit dir so ein bisschen kurz mal über deinen Lebenslauf unterhalten. Ich will jetzt nicht wissen, auf welche Grundschule du gegangen bist oder was deine Lieblingsfarbe gewesen ist. Aber ja, wie bist du denn so, also weiß nicht, was war denn vielleicht so der erste Comic, den du in der Hand hattest? Was hat dich denn so mit diesem Medium so erstmals in Kontakt gebracht? Okay, das war natürlich so Klassiker wie Fix und Foxy und Donald Duck, Mickey Mouse, die lustigen Taschenbücher. Aber das war noch so in Kindheitstagen. Was mich dann am meisten beeindruckt hat, dann in Teenagerjahren, war tatsächlich Elfquest. Das hat mich total fasziniert über Jahre hinweg. Und da habe ich mir damals dann auch die US-Comics gekauft und mir damals schon viel Englisch dadurch beigebracht, bevor ich das überhaupt beruflich gemacht habe. Und das hat so eine Faszination damals auf mich ausgeübt. Da bin ich tatsächlich auch von kleinen zu Händler auf Messen rum, um tatsächlich noch die Nummer so und so viel, die mir gefehlt hat, zu kriegen. Also insofern, ich kann das voll nachvollziehen. Und ja, das in Verbindung dann mit meiner Liebe zu Sprachen und Kunst im Allgemeinen, da führte eins dann zum anderen irgendwie. Okay, wenn du, also du bist also sogar auf den unterwegs gewesen, hast die einzelne Nummer nachgekauft, also da schlummert da ein Geek in dir, höre ich Auf da. jeden Fall, auf jeden Fall. Ich stehe da voll dazu. Und wie ist dann aus dieser Liebe ein Beruf geworden? Also wie hat sich das entwickelt? Hast du das irgendwie studiert in die Richtung? Ja, tatsächlich. Ich habe 2 Jahre in Erlangen studiert an der Sprachenakademie. Habe allerdings, dadurch, dass ich nur die Englischprüfung abgeschlossen habe, nicht das volle Zertifikat bekommen, weil Spanisch wäre auch noch gewesen, aber da kam in Anführungsstrichen was dazwischen. Hat aber nichts gemacht. Ich habe dann, eigentlich bin ich gelernte Fremdsprachenkorrespondentin. Nennt sich das, habe ich auch, bevor das mit den Comics losging, an der Uni gearbeitet und so. Ja, das schon, aber das wäre auch nichts geworden, wenn mich irgendwie die englische Sprache nicht schon immer fasziniert hätte. Also schon vor all dem. Ich finde das einfach klasse und wollte mich damit beschäftigen. Und es ist ja überall. Also man kommt ja da auch nicht umhin, das in der heutigen Zeit irgendwie zu können und zu verstehen. Also davon mal ganz abgesehen. Bist du denn auch mal, keine Ahnung, in den Staaten oder in England oder so da mal gewesen oder auch vielleicht sogar regelmäßig? Nee, tatsächlich nicht. So, meine ganzen Sprachkenntnisse stammen aus Comics, Büchern, Filmen und Serien und natürlich der Ausbildung, klar. Ich war einmal in London zur Abifahrt. Das war's. Okay. Tatsächlich. Nee, die USA kenne ich nur aus Medien, tatsächlich.
Ist vielleicht auch aktuell, also wird ja immer weniger interessant oder vielleicht auch ein gefährliches Örtchen, wer Ja, weiß. ohne Scheiß, ich will da, Ja. glaube ich, ich will da momentan gar nicht hin, ey. Das passt schon. Ja, zum Glück ist Englisch eine wirklich sehr internationale Sprache, die ja selbst in Deutschland so der ein oder andere noch versteht. Ja, also wie ging das denn los? Also wie gesagt, das sind jetzt vielleicht einige Zwischenschritte gewesen bis zu dem Moment, wo man deinen Namen dann jetzt irgendwie auf diesen Seiten der Comics lesen kann. Aber du hattest jetzt gemeint, du hast da diese 2 Jahre in Erlangen studiert und dann auch die Englischprüfung da wohl erfolgreich, schätze ich mal, bestanden. Wie war denn der nächste Schritt? Da kamen dann erst mal ein paar verschiedene Jobs, ganz unterschiedliche Sachen. Ich war beim Radio, ich war in einer Englischschule als Personal Tutor. Was war denn noch? Ah ja, an der Uni als Fremdsprachenkorrespondentin. Und danach war ich dann arbeitslos. Und da beginnt es dann eigentlich, weil wie ich da zum Comic übersetzen gekommen bin, da müssen wir einfach über den Steve Kups sprechen, weil der mich im Prinzip da reingebracht hat. Ja, ich habe einfach mal quasi ihm eine Übersetzung geschickt. Also wir waren schon langjährige Freunde, so ist es. Wir kannten uns da schon, oh Gott, 10 Jahre oder so. Und dann habe ich ihm eben in dieser Arbeitslosenphase einfach meine Übersetzung geschickt. Das war tatsächlich The Killing Joke, eine der besten Batman-Geschichten so überhaupt. Habe Halleluja. ich die habe ich einfach mal, ohne eigentlich groß zu wissen, was ich tue, übersetzt und ihm geschickt. Und dann hat er eben gemerkt, oh shit, die kann das ja wirklich. Und hat mir das hat mir das dann oder besser gesagt, sie hat Potenzial. Und ja, hat mir das dann, mir das quasi irgendwo beigebracht. Bis dann 2011 der Neustart kam von dem, als dann The New 52 anfing und sie neue Übersetzer zu der Zeit brauchen konnten, habe ich mich dann quasi offiziell beworben mit einer Probeübersetzung und bam. Seitdem bin ich dabei. Volltreffer gleich genommen. Und dann seitdem bist du, kann man sagen, bist du Mitarbeiterin von Panini Comics Deutschland. Ich bin Freimitarbeiterin bei Okay. Panini Comics, genau. Sehr cool. Also so richtig klassisch, glaube ich, wie das im, sag ich mal, wenn ich ob in der Presse, kann man da Presse sagen? Ja schon. So, oder auch im Verlagswesen. Also ein bisschen so. Man kann fast sagen, wobei, nee, Quereinstieg ist es ja nicht. Es ist ja schon auch immer. Also du kommst ja aus der Sprache und bist in der Sprache geblieben, ne? Ja, im Prinzip schon, genau. Und ich habe auch festgestellt, dass es nicht selbstverständlich ist. Also nicht jeder Übersetzer kann Comics übersetzen. Also, aber da kommen wir wahrscheinlich noch dazu. Da kommen wir drauf, genau. Ja, denn unser heutiges Gespräch ist unter anderem auch inspiriert durch einen anderen Podcast. Und zwar haben die Kollegen von Comic Review Podcast den Klaus Jürgen im Gespräch gehabt. Klaus Jürgen kennt man, weil er unter anderem Lucky Luke und Asterix übersetzt, ganz aktuell in Deutschland. Und der hat auch so ein bisschen seine Geschichte erzählt, der ja wohl inzwischen in Frankreich wohnt und auch nach Frankreich ging, dort aber auch erst Französisch lernte, um dann jetzt inzwischen eben die Übersetzung dieser beiden doch großen Serien Lucky Luke und Asterix und da vorzunehmen und hat da auch einiges erzählen können von so von den Methodiken, mit denen er arbeitet, von den ja, von dem Prozess und auch von dem Gespräch, das die Jungs von Comic Review Podcast da geführt haben, habe ich mich natürlich heute auch ein bisschen inspirieren lassen und ich hoffe, dass wir mal vielleicht auch heute so ein bisschen mal gucken können, wo vielleicht die Besonderheiten auch beim beim Superhelden-Genre liegen könnten. Ja. Du hast angefangen mit Batman Killing Joke. Beziehungsweise, ist das denn auch so, dass es gibt da jetzt wieder auch eine aktuelle Neuübersetzung, wo dann auch der Kollege Jürgen Zahn wohl beteiligt war? Ist die alte Übersetzung von dir gewesen oder war das nur so für interne Zwecke? Nee, das war damals nur für interne Zwecke. Nee, das eine Bewerbung sozusagen. Okay. Vielleicht für die Leute, die nicht so intensiv drauf achten wie ich, wo man dich finden kann. Was sind denn so die Serien und ja, vielleicht auch Comics, für die du bis jetzt so zuständig gewesen bist? Allmächte sind viele. Ja, da hätten wir auf jeden Fall Catwoman eine ganze Weile lang. Dann Batgirl auch eine ganze Weile lang. Ba, 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 ba. Oh Gott, ja, The Punisher, ganz anders. Dann hatte ich Miss Marvel, die neue Miss Marvel.
Einige Hulks, Spider-Man, uff, Aquaman, genau, Aquaman ist eine meiner regelmäßigeren. Was haben wir denn da noch? Gott, muss ja fast spicken gehen. Ich glaube, bei Earth 2 bist du, glaube ich, auch Ah, drauf, richtig, gell? genau, Earth Tour, genau. Auch eine ganze Weile lang. Genau, was hat man denn da noch? Oh, einer meiner Lieblinge ist Squirrel Girl. Black Widow, Elektra. Das sind viele Diamanten und Perlen dabei. Also das sind echt schöne Serien. Richtig. Wie ist denn das? Also wenn du jetzt, stell dir vor, da kommt jetzt eine neue Serie aus den Staaten, meinetwegen Squirrel Girl. Ich weiß nicht, wie viele Issues das jetzt schon sind, aber die läuft in Deutschland noch nicht so lange. Wenn es plötzlich also heißt, okay, wir haben hier eine neue Serie, die wollen wir veröffentlichen, musst du dich dann verlagsintern drum gleich mal bewerben oder wird dir das so zugeschmissen, weil du kannst es halt super oder wie läuft es? Also irgendwie gefällt mir dann die zweite Option. Ja, genau, so ist es. Ja, nee, also ja, so ähnlich läuft es. Also man hat so seine festen Sachen, da weiß man, okay, da wissen die Redakteure und der Übersetzer, das ist in dem und dem Monat. Und dann gibt es halt auch noch Sachen, wo man dann angeschrieben wird, so, ey, wir haben, wie du sagst, das und das, kannst, willst du das tun, machen. Und dann sagst du, ja oder nee. Also das, nee, relativ nein, selten wollte ich sagen, selten. Aber ab und zu wird's dann doch, kann es dann too much werden. Dann kann man das aber auch sagen. Du schätzt dann also selbst ab, wie du bist du bereits so verplant, sag ich mal, mit Serien und Übersetzungen und guckst dann, wo hast du noch Spielräume und vielleicht kannst du dann neue Projekte übernehmen. Richtig, genau. Je nach Deadline. Mit welchen, ach, wir werden das Stück für Stück, ich habe zum Glück 1000 Stichpunkte, wir werden das Stück für Stück alles durchgehen. Alles klar. Ja, also sind ganz viele tolle Serien und eben auch dabei. Weißt du denn vorher selber, was dich erwartet, indem du schon mal so stichprobenweise in die einzelnen Sachen reinguckst? Oder ist es für dich immer neu? Oder überraschend vielleicht auch? Kommt drauf an. Also es gibt schon meistens die Option, dass du mal reinspickst, aber ich sag, bei den Sachen, die man regelmäßig macht, mache ich das eigentlich nicht. Dann nehme ich das. Oder ich schaue mal im Internet, was ist es denn überhaupt? Wie schaut es grob aus? Oder manchmal sagen sie auch, ey, ich habe das PDF hochgeladen, kannst mal reingucken. Aber ist ganz unterschiedlich. Welche Vorlaufzeiten hast du da? Von bis, oder du meinst Ja, genau. pro. Also wenn du quasi die Anfrage kriegst und du bestätigst das und dann heißt, okay, wir haben hier jetzt, ich sag mal, 6 Hefte, die müssen bis da und da übersetzt sein. Wie sieht es aus mit Vorlaufzeiten? Wie viel Zeit kannst du dir einfach nehmen, maximal? Das kommt, das ist auch so einfach nicht zu beantworten. Es kommt drauf an, was es ist. Aber wir haben jetzt seit 1, 2 Jahren jetzt wirklich so eine Deadline-Liste, die sehr hilfreich ist, ganz, ganz toll. Da hast du einfach den kompletten Überblick, wann du das abgibst, wann dein Korrekturleser es abgibt. Und wann es dann quasi gedruckt wird. Alles auf einen Blick. Und da kann man sich schön daran orientieren. Also bitte, dass du quasi einen Teilprozess des Gesamterstellungsprozesses dann ausmachst, wenn ich das mal so umständlich formulieren kann. Ich sage jetzt einfach mal ja. Weil das ist so ein bisschen das, worauf ich jetzt quasi hinaus möchte. Es geht mir einfach nur so ein bisschen, weil wir sind ja alle, also ich bin ja ein unbedarfter Leser und Fan natürlich und kenne jetzt auch die Verlagsinterne natürlich nicht. Aber mich würde ja schon ein bisschen interessieren, und ich glaube, da verraten wir auch keine Geheimnisse, wenn du, die wievielte in der Reihe du dann so bist und wie das dann quasi so weitergeht. Also es gibt ja dann vermutlich diese, ich sag mal, Rohdaten, also Hefte oder PDF hast du jetzt gemeint. Hat da vorher schon mal jemand vom Verlag dran gesessen oder bist du eigentlich die Erste, die sich um die Ausgaben kümmert? Nee, also das haben sich die Jungs dann in der Redaktion, oder sollten sie zumindest, sich mal durchgelesen haben, um einfach zu sehen, okay, wie viele Hefte brauchen wir, um quasi den Handlungsstrang abzuschließen? Sind es jetzt 5 Hefte oder sind es 8? Ab wann kann man sagen, okay, hier endet es und der nächste Band schließt an, weil du kannst ja nicht
mitten in der Geschichte aufhören. Das käme ein bisschen dämlich. Also insofern, die schauen sich das schon mal an, aber ich bin dann die gleich danach, das in die Hände bekommt und lesen darf. Genau. Okay, und du kriegst dann immer die englischen PDFs zugemailt. Richtig, das war früher auch noch anders. Da wurden viel Originalhefte hin und her geschickt, aber das gestaltete sich dann doch klar ein bisschen komplizierter im Kontakt mit Italien. Das konnte dann schon mal passieren, dass die Hefte dann nicht da waren, wenn sie da sein sollten. Und so ist es einfach logisch geschickter und unkomplizierter. Ah, okay. Wie viel Interaktion gibt es denn da mit dem, ich glaube, also ich kann, soweit ich die Organisation kenne, ist ja irgendwie die Verlagsmutter Italien, aber es gibt dann natürlich diese deutsche, ich sag mal, Niederlassung. Wie ist denn der Austausch mit den Kollegen aus Italien? Ist der jetzt größer als der mit den Kollegen aus Stuttgart oder ganz anders? Ja, eigentlich tatsächlich mit denen aus Italien habe ich mehr zu tun, weil da ist der Arbeitsprozess einfach, man muss sich über viel mehr Dinge unterhalten. Kannst du da, kannst du das? Wenn du das nicht da kannst, wann kannst du dann? Also man hat eine ganz andere Interaktion. Also wäre vielleicht anders, wenn ich mehr für Stuttgart machen würde. Habe ich eine Zeit lang. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Ich habe eine Zeit lang My Little Pony übersetzt. Das ging über Stuttgart. Und da ist jetzt eigentlich der Einzige, dem ich meine Rechnungen schicke. Also den kenne ich sehr gut. Ist voll der nette Kerl. Aber sonst haben wir nicht so viel zu bereden jetzt, sage ich mal. Okay. Aber wenn jetzt, keine Ahnung, der Panini Comics Deutschland plant einen Betriebsausflug, dann wärst du eher in Stuttgart dabei als bei Italien, vermute ich mal. Ja, würde ich auch mal sagen. Das würde sich eher anbieten. Naja, wobei, wer weiß. Könnte passieren. Und die Ich Jungs und finde Mädels, die laden dich dann auch mal ein nach, zum Beispiel zur Comic-Con selbst, oder machst du das dann auf eigene Faust? das auch unterschiedlich. Also zum letzten in Erlangen war ich eingeladen, weil ich für den Publikumspreis vom Max und Moritz Preis war ich nominiert für eine Übersetzung. Deswegen durfte ich dann da auch umsonst rein und Freikarten und so weiter. Während in Stuttgart, da war ich zum Beispiel einfach so. Ja, okay, cool. Ganz spannend, weil ich habe immer so den Eindruck, dass die, ich kenne ja gar keinen persönlich. Wir hatten jetzt, wie gesagt, vor kurzem den Steffen Volkmann mal kurz im Gespräch oder jetzt demnächst werden wir ein schriftliches Interview mit dem Jürgen Zahn haben. Aber wenn man so zum Beispiel Panini Comics TV, das ist so ein YouTube-Format, verfolgt, man hat immer so ein bisschen den Eindruck, die Jungs und Mädels vom Verlag, die verstehen sich alle ganz gut. Und wenn da jetzt nicht nur die Arbeit wäre, was verbindet, also sagen wir so, bei einem Bier würden die sich auch alle super verstehen. Das ist so mein Eindruck immer. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist gut zu hören. Das ist schön, ein gutes Betriebsklima. Auf jeden Prima. Fall. Sehr familiär. Ich fühle mich da immer wohl. Es Ja, ist, ja. das ist schön zu hören. Ja gut, jetzt haben wir jetzt immer total wieder ganz weggekommen. Also jetzt wissen wir, du hast die Übersetzung und du hast also jetzt diese PDF-Dateien bekommen und dann geht's los. Wie geht's denn dann los? Also, ja, wie geht's denn los? Ja. Ja, das ist eigentlich relativ, naja, unspektakulär. Also ich arbeite im Prinzip mit zwei Bildschirmen. Auf dem rechten habe ich das PDF und auf dem Hauptbildschirm eine ganz normale Doc-Datei. Und in die übersetze ich das rein. Und dann geht's weiter. Aber so geht's los. Und dann machst du dir so, nummerierst du die Sprechblasen alle durch? Ja. Genau, und die Nummerierung ist natürlich dann in der Doc-Datei dasselbe. Das hat Steve damals sogar eingeführt, hat er mir erzählt, weil früher war das nicht so. Und das sind tatsächlich sehr öfter dann die falschen Blasen eben mit dem falschen Text gefüllt worden. Und er meinte dann, naja, das ließe sich eigentlich so recht einfach beheben. Und seitdem machen das alle bei Panini so, ja. Ja, ist ja auch ein Zeichen der Qualitätssicherung. Ja, klar. Und von wirklich seltenen Ausnahmen mal abgesehen, ist die Übersetzungsqualität bei Panini Deutschland natürlich sehr hoch. Wenn wir jetzt mal vergleichen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt noch einen weiteren Verlag, der gelegentlich DC Comics
veröffentlicht, also ich glaube, die sind irgendwie angegliedert und da gab es schon Totalausfälle bei den Übersetzungen und da gab es dann offensichtlich auch nochmal Korrekturen in deren internen Prozessen. Das ist schön, dass das dann doch so eine hohe Qualität ist. Jetzt hast du gesagt, du liest selbst eher, also bist selbst eher so englischsprachig, weil du halt eben im Alltag mit Englisch viel zu tun hast. Wie ist es denn dann, wenn du jetzt also diese englischsprachigen Comics bekommst? Wie weit musst du dich denn da erstmal reinarbeiten? Also wie weit musst du jetzt, das ist doch, da gibt es ja auch Fremdbegriffe, also ich meine, um mal Klassiker zu nennen, was weiß ich, ein Batarang oder Adamantium oder Krypton, das sind ja Begriffe, die man vielleicht erstmal kennenlernen muss. Wie läuft es denn so? Musst du dich, wie liest du dich da erstmal oder wie läuft es? Also das ist tatsächlich tatsächlich kann man das als Fachwissen fast schon bezeichnen. Ja. Also ich sag's mal so, wenn du es einmal auf dem Schirm hast, dann, und es begegnet dir immer wieder, dann weißt du die Sachen einfach. Also dann wiederholen die sich und nach ein paar Jahren, ja, denkt man da gar nicht weiter drüber nach. Wenn mal ein neuer Begriff ist, ist es dann früher so gewesen, dass sich die Untersetzer untereinander einfach per E-Mail ausgetauscht. So kennt das einer, hatte das schon mal einer, wie schaut's aus? Und jetzt heute haben wir dank einem cleveren jungen Herrn eine Datenbank mit genau solchen Begriffen, wo sich dann jeder einloggen kann und nachgucken kann, okay, was ist denn der Battering oder die Bad Cow oder was es auch immer sein mag. Ja, cool. Das ist dann so ein bisschen mit Daten gefüttert, Ausführungen inhaltlicher Natur, was das ist. Kannst du da selbst Sachen eintragen, wenn du jetzt planst anfangen? Die Bad Cow ist ja auch relativ neu, wenn die plötzlich da auftaucht. Ja, die kann man, jeder kann was, kann das ergänzen, genau. Aha. Ist ein ziemlich, ja. Das finde ich ja gerade interessant. Wir haben ja jetzt gerade auch bei Panini gelegentlich auch so Neuübersetzungen, die halt ja, einfach wo Geschichten erneut genommen werden. Und das ist natürlich nochmal eine generelle Thematik, über die wir nachher kurz reden werden, was so Übersetzungen im Ganzen, was so auch vielleicht zeitgenössische Übersetzungen von einem und demselben Text. Können ja auch unterschiedlich ausfallen, wie das so ist. Also da gab es doch bestimmt auch Wandel, also Wechsel von Sachen, die jetzt anders übersetzt werden. Ich weiß, keine Ahnung, was weiß ich denn zum Beispiel? Ganz aktuell Penny One und Penny Man. Ach du Scheiße. Ja, das war so eine Sache. Ja. Wie oft kommt es denn vor, dass da Änderungen stattfinden? Ist so selten wie möglich. Also wir versuchen schon immer, das konstant zu halten. Nicht mal hier, mal so und woanders dann anders. Das geht natürlich nicht. Das kann man so Okay. schwer sagen. Es kommt völlig auf den Begriff an. Es war vielleicht mal ein paar Jahre so und dann hat man sich entschlossen, okay, wir ändern es jetzt. Was war es denn zum Beispiel? Ah ja, zum Beispiel Wonder Woman. Ich glaube, das war früher dann wirklich die Paradiesinsel. Jetzt lassen wir solche Orte im Original, zum Beispiel. Oder ganz klassisch war natürlich früher, es gab ja den roten Blitz oder die grüne Laterne. Ja. Also das sind so die, oh, das hat sich natürlich recht früh geändert, Gott sei Dank. Also Eigennamen bleiben zum Beispiel gleich. Woran liegt das? Weil Englisch auch mehr mit in den Sprachalltag gerückt ist oder woran liegt Ich das? glaube schon, ja. Glaube ich auf jeden Fall, ja. Weil es überall ist und das hat was mit, ich glaube, modern, das klingt einfach moderner und nicht so alt. Backen. Also es hat, Englisch hat halt einfach eine gewisse Dynamik, die bei, ja, gerade bei so Sachen wie Superheldennamen schon besser klingen ist. Also ich weiß nicht, vielleicht geht es auch nur mir so. Auf jeden Fall. Inwieweit berücksichtigst du dann auch so sag mal, die Zielgruppe? Also du kannst einen Green Lantern jetzt vielleicht eher einer jüngeren Person verkaufen als eine grüne Laterne, die man eher jetzt vielleicht einem Ja. eingefleischten Comic-Superhelden-Fan andrehen würde. Wie weit berücksichtigst du die Zielgruppe da? Gar nicht. Gar nicht, hm? Also die Sprache ist ja schon der Zielgruppe meist angepasst im Original. Und wenn du die übersetzt, dann übernimmt man dieses Sprachniveau auch irgendwo. Also ich drücke mich nicht komplizierter aus als im Original.
Insofern muss ich da gar nicht drauf achten. Worauf ich achten muss, ist, wer spricht. Aber auch das ist meistens schon im Text klar. Wenn irgendein so ein, was weiß ich, Penner von der Straße, der redet natürlich anders als Alfred, Batmans Butler, ist klar, da muss man einen anderen Ton anschlagen. Aber das ist ja eh schon so. Wie viel kreativen Spielraum hast du denn da jetzt überhaupt? Also das ist, meinst du, hast du dich natürlich an dem Sprachniveau des Ausgangs, der Ausgangscomics orientiert? Wie viel kannst du denn da selbst reinbringen in deine Übersetzung? Gerade weil du dich ja im Deutschen bestimmt auch an sowas wie eine Sprechblasengröße halten musst. Aha. In der Tat. Also ich sag mal, als das mal saß, dass du nicht so viel Zeit mehr drauf verwenden musstest, den Satz zu stutzen. Also früher hat es immens lange gedauert. Das ist Übungssache und seit es schneller geht, hat man da auch dann mehr Zeit und Muße natürlich, sprachlich kreativer zu sein. Also ich würde schon sagen, dass da viel von meinem, sag mal, wie nennt man das, Sprach. Stil. Gefühl, meinem Danke, vielen Dank, meinem Sprachstil drin steckt, ja. Und ich suche auch immer nach den schönsten Blumix, also was dann einfach am besten klingt und freue mich dann auch, wenn man auf was richtig Geiles kommt. Wenn man so einen Geistesblitz hat irgendwie. Ja, ja. Werden dann Sachen auch von, weil die hatte diese Datenbank, werden die Sachen dann auch von Kollegen, die diese Arbeit vielleicht mal übernehmen, übernommen? Oder anders? Hast du vielleicht schon Sachen von den Kollegen übernommen, die so stilistisch geprägt wurden dann? Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich mal, also vice versa, ist schon passiert, da hat man sich dann einfach ausgetauscht. So, entweder man gibt dem anderen schon eine Begriffsliste oder man schreibt ihn dann einfach an, hey, wie hast du das und das gemacht? Oder man kriegt schon die Übersetzung mit den PDFs zugeschickt, dass man die sich auch schon mal durchlesen kann und sieht, aha, okay, so spricht der und so spricht der, und dann kann man sich da grob dran orientieren. Okay, damit du also dann quasi besser reinkommst, in den Flow kommst, sag ich mal. Ja, genau. Und vor allem keine Fehler mache, weil wenn ich nicht weiß, was passiert ist, da und die reden von irgendeiner Situation, ich weiß nicht, worum es geht und übersetze es deswegen falsch, geht gar Ja, nicht. genau das war eine Sache, die ich mich auch gefragt habe. Also Beispiel Batman, der ja gefühlt 100 Geschichten gleichzeitig erlebt, die untereinander auch noch Bezug aufeinander nehmen, da kann man doch gar nicht alles gelesen haben. Also da helft ihr euch aber kollegial gegenseitig aus. Auf jeden Fall, ja. Okay. Da ist schon reger E-Mail-Austausch. Okay, prima. Ja, übersetzt du das dann so in kleinen Etappen oder übersetzt du immer den kompletten Story Arc oder wie läuft es dann? Also ja, meistens sind es dann die Sammelbände, die Sonder-Megabände, die ich übersetze, wo eben dann meistens, wie du sagst, ein Story-Arc drin ist, so in den Durchschnittsbänden. Das sind dann meist so 6, 7 Hefte. Bei Megabänden kann es natürlich sein, dass da mehrere dann drin sind. Das redet man ja dann von 13, 14 Heften. Das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, so einen kompletten Megaband zu übersetzen, diese dicken Och. Schinken. Ja, es kann sich stellenweise ziehen. Ja. Okay. Hattest du denn irgendwie so Lieblinge, die du übersetzt hast in den letzten Jahren? Also wo du sagen kannst, okay, das Heft oder die Story Arc, der fiel dir besonders, fandst du geil? Ja, in was ich mich wirklich verliebt habe, war Miss Marvel, die neue Kamala Khan. Weil das mal so, klar, da waren auch Klischees dabei, aber es wurde einfach mal was ganz was anderes irgendwo gemacht. Nicht die blonde, vollbusige Schönheit, sondern einfach ein stinknormales Mädchen aus, oh Scheiße, verflixt, wo war sie her? Pakistan, genau. Und das hat mein Herz erwärmt, vor allem, weil es wirklich, wirklich witzig ist. Und so ähnlich ging es mir mit Squirrel Girl. Das ist was ganz was Neues, wo einfach das Superhelden-Genre auf wirklich süß putzige Art und trotzdem mit frechem Humor auf die Schippe genommen wird. Und also ich finde es einfach fantastisch, kann ich wirklich nur empfehlen. Und die zwei fällen mir jetzt spontan ein.
Okay, das sind dann Ja. ja gerade auch, also beide Serien, die sehr gut ankommen. Soweit, wenn man das Panini-Forum verfolgt, ist, glaube ich, Squirrel Girl einfach nur wahnsinnig beliebt und auch eine ganz tolle Serie. Und die Miss Marvel, ohne die jetzt gelesen zu haben, aber da ist ja über viele Medien hinweg berichtet worden, aufgrund der Besonderheiten, die sie eben hier als Superheldin mitbringt. Kann man auch sagen, dass es so mit deinen Lieblingsfiguren sind, die du übersetzt hast? Das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich liebe nach wie vor Batgirl, weil die mich einfach schon länger begleitet. Also die kenne ich einfach schon über viel mehr Jahre als jetzt die zwei Mädels. Also Gott, es klingt, als wären das alte Freundinnen, aber gut. Und ja, Wonder Woman habe ich auch noch eine Schwäche für. Sind also die Ladies, die es dir angetan haben. Irgendwie schon. Ja, ich merke es auch gerade. Nein, wobei, ich habe auch Batman verschlungen ohne Ende. Ja, und wie ist das denn, also wenn es dann wirklich, es gibt ja nun auch bessere und schlechtere Geschichten, also jetzt, wie ist das denn mal, wenn da Sachen dabei ist, wo du sagst, das ist hier eigentlich totaler Mist, also ich meine, klar, ich übersetze es und so, aber machen wir uns nichts vor, es gibt ja immer Höhen und Tiefen in einzelnen Geschichten, Ja. tut das nicht weh, das irgendwo auf einer Geek-Ebene das zu übersetzen? Ja, Schade. voll. Also stellenweise, also sowohl auf Geek-Ebene als dann auch auf professioneller Ebene, wenn du einfach merkst, das ergibt gerade überhaupt keinen Sinn, was da steht. Und dann müssen wir uns Gedanken darüber machen, irgendwelche Sinnfehler auszubügeln, die da eigentlich nicht reingehören. Und in eine Geschichte, die stellenweise auch noch echt langweilig ist. Ja, da, das passiert, klar. Aber es geht doch das genaue Gegenteil, wo du einfach gar nicht merkst, wie die Zeit vergeht, weil es einfach so Spaß macht und spannend ist. Und dazwischen natürlich ist alles drin. Das wäre genau die Frage, wie viele Möglichkeiten hast du denn da, sag ich mal, jetzt korrigieren noch einzugreifen, weil man will das Originalausgangswert ja nicht zu sehr verändern, schätze ich, ne? Nun, in dem Fall, wenn es so richtig grobe Sinnfehler sind, dann bleibt einem nichts anderes übrig, weil sonst. Nee, das geht nicht. Sonst ergäbe ja unter Umständen andere Geschichten oder andere Zusammenhänge dann auch keinen Sinn mehr. Also wenn man es dann weiß, wäre es Unfug, die Originalfehler dann zu übernehmen. Also insofern, nee, das geht schon. Da muss man manchmal kreativ sein. Okay. Und hat der Lizenzgeber dann auch kein Problem damit, wenn dann da natürlich so korrigierend eingegriffen wird, schätze ich. Nicht, dass ich wüsste. Was war das Thema? Komm. Okay, alles klar. Na dann, wollen wir auch da gleich weitermachen. Dann hast du also deine Übersetzung dann angefertigt. Wir haben also hier dann diese Doc-Datei, die schickst du dann an wen? An den Lektor? An meinen Korrekturleser, jawohl. Ich habe zwei von der Sorte. Mit denen arbeite ich am engsten zusammen. Das ist einmal der Peter Tanisch, der macht meine DC-Sachen. Und der Harald Ganzberg, der liest meine Marvel-Sachen Korrektur und dann tauschen wir uns da meistens nochmal drüber aus. Okay, also auch dann auf inhaltlicher Ebene oder auch einzelne Übersetzungen sind dann Thema oder was wird da Also besprochen? kommt ganz drauf an. Also meistens ist es so, ich schicke es Ihnen zu, Sie korrigieren es, dann kriege ich es zurückgeschickt, dann lese ich es mir nochmal durch. Und dann unterhält man sich quasi so über die Kommentarfunktion, macht Anmerkungen. So, das habe ich geändert, weil passt das oder nicht? Oder ergibt das Sinn? Nein, es ergibt keinen Sinn, weil so laufen dann am Rand dann die Unterhaltungen ab. Dann schicke ich ihm das quasi so zurück. Und er schickt es dann weiter an den Verlag. Dort wird es dann nochmal Korrektur gelesen. Und dann kommt es darauf an, gibt es Fragen oder nicht? Wenn ja, dann schickt sie meistens uns beiden noch eine Mail. Je nachdem, worum es geht, wird besprochen. Und wenn das dann alles abgesegnet ist, dann geht es zum Letterer. Ja, finde ich gut, dass es durch mehrere Augen geht, weil gerade jetzt so diese Qualitätssicherung, die da betrieben ist, ist ja wirklich sehr herausragend. Also wirklich, weil soweit ich das beurteilen kann, das wirklich eine sehr gute Arbeit ist, die der Verlag da abliefert. Aber das ist ja auch wichtig. Jetzt im Speziellen, die Superhelden-Comics werden ja von vielen tausend Leuten deutschlandweit und vielleicht sogar weltweit, also wahrscheinlich sogar weltweit gelesen.
Und die gucken ja mit einem besonders kritischen Auge auf dich, das Ganze. Oh ja. gab es da schon mal irgendwie Feedback, speziell zu deiner Arbeit, die du in irgendeiner Form bekommen hast? Ja, sowohl, ja, überwiegend positiv auf jeden Fall. Aber weil du gerade von Fans, die ganz genau drauf schauen, da ist mir einmal ein Fauxpas passiert. Und zwar habe ich zum allerersten Mal die Fantastischen Vier übersetzt. Und das Ding hat einen Spruch auf Englisch. It's clobbering time. Und war so quasi sein Markenzeichen. Das wusste ich aber nicht. Und wusste auch nicht, dass es eine feste deutsche Übersetzung dafür gab und habe halt irgendwas gemacht. Und dann ging es rund im Forum. Allmächt. Allmächt. Aber gut. Ab da wusste ich es dann. Jetzt geht's rund. Und das ist noch vor der internen, also bevor es eine interne Korrektur offensichtlich gab, oder ist auch so durchgegangen, wie es aussieht, ne? Das ist tatsächlich durchgerutscht. Dann, als Übersetzerin hast du eben auch eine entsprechende Verantwortung. Ich meine, dein Sprachstil, wie die Figur sich dann im Endeffekt auch äußert, was sie sagt, wie ja zum Teil dann auch ganz kritisch dann, wie gesagt, auch gelesen und vielleicht sogar analysiert wird. Ganz aktuell gibt es im Panini-Forum eine heiße Diskussion zur Neuübersetzung von Killing Joke und Joker. Also wirklich Leute, die da ganz intensiv dann drauf gucken auf einzelne Übersetzungen. Da frage ich mich doch immer, es geht mir ein bisschen so um Wertigkeit. Also quasi, inwiefern die eigene Arbeit auch ja, einfach geschätzt wird. Jetzt steht auf dem Cover vom Comic, wenn ich den kaufe, natürlich der Autor und der Künstler. Und dein Name ist da auch dann aber im Comic genannt. Wie ist das? Also dadurch, dass du nun selbst ja auch wirklich einen kreativen Anteil mit ins Comic reinbringst, sollte dein Name da nicht irgendwie präsenter oder überhaupt der Name von Übersetzern präsenter präsentiert werden? Also, damit kann ich jetzt eigentlich leben, muss ich sagen. Also, wer es sehen möchte, der weiß, wo er zu gucken hat. Also, so ist es nicht. Aber ich habe öfter mal drüber gemeckert, dass es quasi keine Comic-Übersetzer-Preisveranstaltungen gibt, wo ich mir dachte, das wäre doch mal cool. Das machen sie ja bei den Romanübersetzungen irgendwie auch ständig. So wie, warum gibt es das bei uns nicht? Das wäre doch mal cool. Aber so ansonsten, nö, ist das für mich völlig in Ordnung. Kriegst du genug Fame ab? Bis jetzt noch nicht, aber das ist eins der Fame-Sachen, die ich hier mache, dieses Interview. Ja, sehr gut. Ja, da keine Sorge, hier haben wir also bestimmt 150 Leute, die das hören. Bestimmt. Wow, cool. Was ich mich auch gefragt habe, ist natürlich, wie das jetzt aussieht mit der Interaktion mit Autoren, ja, im Endeffekt mit den kreativen Köpfen, die die US-Serie erstellt haben. Also ich hatte jetzt vorhin kurz das Beispiel Penny One und Penny Man angestellt. Ein ganz anderes prominentes Beispiel ist der Titel des bald folgenden Star Wars-Films, der kommt. Der original englische Titel ist The Last Jedi und es war lange nicht klar, ob damit Singular oder Plural gemeint ist, was ganz entscheidend ist, wenn man sich Gedanken über die potenzielle Story machen möchte. Und das ist auch die Sache, die ich mir frage. Inwiefern bist du denn als Übersetzerin involviert in eventuell künftige Geschichten, um da eben auch dann korrekt übersetzen zu können? Nee. Nee, so das Nee. das nee. Also das passiert eigentlich, das ist noch nie passiert. Okay, also ist jetzt keine Absprache da irgendwie groß notwendig, das weil ja natürlich auch ich würde schätzen ungefähr gut bis zur deutschen Veröffentlichung vergehen ungefähr 6 Monate. Allerdings hast du den ja deutlich eher auf dem Tisch. Okay, im Beispiel von diesem anderen Übersetzer, den ich vorhin gemeint hatte, der jetzt hier Lucky Luke und Asterix übersetzt, die veröffentlichen ja Europa bzw. weltweit gleichzeitig die Geschichte. Das heißt noch, er kriegt quasi die Skripte, die Originalskripte eingescannt zur Übersetzung. Und da sind so Absprachen schon wichtig. Oh, ja, voll, stimmt. Also, wie gesagt, bei wirklich wichtigen Dingen oder Titeln, da werden alle involviert. Dass man da alle gleichgeschaltet sind. Oder wenn beim Großevent, das
beim Tod der Familie war das, genau. Da sendet Alfred einen Funkspruch an alle, die er erreichen kann. Und in jedem Heft hört dann die betreffende Figur diesen Funkspruch. Da haben wir uns dann natürlich alle, der wurde dann rumgeschickt zum Beispiel, dass wir den alle gleich hatten. Solche Sachen, wie da ist genug Kommunikation dann da. Ah, sehr gut. Gerade bei den, keine Ahnung, bei den Green Lanterns, da ändert sich ja immer auch ein bisschen der Spruch, den die ganzen Lantern Corps dann da so sagen. Ist ja auch regelmäßig leicht anders. Auch, es war jetzt aber ein paar Jahre echt stabil. Ja, Also. sehr stabil ist gut. ja, schön, schick. Und da musst du natürlich ganz viele Sachen berücksichtigen, unter anderem auch diese Größe der Sprechblasen. Die deutsche Sprache ist doch eine recht lange Sprache, also von den Buchstaben her, oder? Auf jeden Fall. Das ist die Krux an der Sache, die Herausforderung. D dadurch, dass eben Englisch so schön dynamisch, kurz und auf dem Punkt, ne, will ich nicht sagen, aber es braucht weniger Platz. Ja, das ist allein schon bei Sachen, bei den kleinen Sachen ist es eigentlich am schlimmsten. Bei den großen Blasen kann man immer noch, da hat man noch viel Spielraum. Da kannst du dir eine andere Formulierung einfallen lassen. Oder du lässt mal, keine Ahnung, einen Namen weg. Oder du sagst, nimmst ein kürzeres Wort. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Aber ein gutes Beispiel ist, glaube ich, bei Hulk. Da schreit er immer Hulk Smash. So. Was würdest du da draus machen? Also umständlich, Hulk schlägt zu. Passt nicht rein. Hulk zerstört. Ja, sehr gut. Zum Beispiel, ja. Es klingt natürlich ein bisschen merkwürdig, weil es eigentlich ja, es ist nicht nur zerstören, aber du verstehst, was ich meine. Und zerstören ist auch schon saumäßig lang eigentlich. Und ja, klar, die kleinen Blasen sind die fiesen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Überhaupt stelle ich es mir manchmal sehr schwer vor. Also ich meine, man kennt es jetzt aus, ich kenne das aus Serien und Filmen, im Speziellen jetzt Slang zu übersetzen oder eben auch so Phrasen, die halt dann irgendwie abgekürzt sind. Für was für Herausforderungen stellt dich das regelmäßig und was machst du dann in solchen Fällen? Also, kommt drauf an, Phrasen, ja, gibt es ein deutsches Pendant dazu? Wenn nicht, ja. Dann heißt kreativ sein. Bei Slang-Sachen, oh ja, stimmt, das hatte ich erst letztens beim neuen Ghost Rider. Die haben da sehr viel gemischt aus englischen und spanischen Slang-Begriffen auch noch. Da habe ich dann stellenweise die Sachen einfach übernommen. Dann, klar, dann spricht er ihn halt mal als, keine Ahnung, Hombre an oder sie bleibt halt die Buddha oder dass das, wenn man es nicht, man versucht es natürlich im Deutschen so nah wie möglich hinzukommen, aber wenn es nicht geht, dann kann man da schon so tricksen, dass man einfach solche Sachen mit übernimmt. Und dann klingt es ja auch schon mal irgendwie gangstermäßiger. Auf jeden Fall Also. zu spanisch, ne? Ein bisschen, ja. Was für eine Halbspanierin eigentlich echt peinlich ist. So, mein Spanisch ist echt sackt. Ist nicht gut. Okay, Aber ja dafür gut, reicht's. könntest du auch spanische Sachen übersetzen, wenn du mal möchtest. Das ist tatsächlich etwas, worauf, was ich mir als übernächstes Ziel vorstellen könnte. Für die persönliche weitere beruflichen Werdegang, meinst du? Sozusagen, genau. Wenn du übernächst sagst, dann möchtest du uns bestimmt auch verraten, was dein nächster Schritt ist, oder? Ja, weil es aber sowas ganz was anderes ist. Ich mache momentan eine Ausbildung zur Kunst- und Gestaltungstherapeutin. Und das, ja, braucht schon auch etwas Zeit. Aber danach hätte ich da voll Bock drauf, mal mein Spanisch so aufzupimpen, dass ich auch spanische Comics übersetzen kann, weil dann hast du ja noch mal ganz anderen Rahmen. Bin ich mal gespannt. Den spanischen Comicmarkt hatte ich jetzt natürlich noch gar nicht so auf dem Schirm. Habe jetzt eher so in Deutschland Comiczeichner kennengelernt, die wohl aus Spanien kommen. Aber kenne ich mich noch gar nicht so aus. Ist der groß, der spanische Comicmarkt? Puh. Da hast du mich jetzt kalt erwischt.
Könnte Ich weiß sein. es, ich weiß es, möglich. Possible, si, Sehr possible, gut. Dann haben wir jetzt erfahren, wie du übersetzt, wie sich das in den Comics bemerkbar macht, wo man dich finden kann und auch vor allem auch innerhalb des Comics finden kann. Und auch wie so, wir haben so ungefähr eine Vorstellung von den ja, Entstehungsprozessen bis zum endgültigen Produkt. Jetzt würde ich mich natürlich gerne nochmal mit dir unterhalten, ob du in letzter Zeit denn die auch mehr Gelegenheit hattest, jetzt fernab von deinem Job, irgendeinen tollen Film zu sehen, den du uns mal vielleicht nahelegen möchtest, oder ob du ein Buch oder ein Comic oder ähnliches in der Hand hattest, das du uns vielleicht mir einfach empfehlen möchtest. Hui, das ist eine tolle Frage. Also ich habe in letzter Zeit nicht viel aktuelle Filme geguckt, aber der mir tatsächlich jetzt in letzter Zeit am meisten hängen blieb, war Wonder Woman. Also da, wie sagt man so schön, geht mir fast einer ab. Also es war einfach fantastisch gemacht. Und hat mein Bild, das ich so von der Figur hatte, richtig gut rübergebracht. Gerade Ansonsten da, ne, gerade bei Wonder Woman, wo du sagst, das ist ja, also das gibt ja natürlich auch von der davon die synchronisierte deutsche Fassung. Also, weiß nicht, ob du da einen Einblick hast, das fällt mir gerade so spontan ein, aber gibt es da vielleicht eine Rücksprache mit dem Lizenznehmer in Deutschland, also dem Verlag, der dann ja auch schon, sage ich mal, einen gewissen Übersetzungsstil geprägt hat? Weißt du das? Ich habe es nur einmal mitbekommen, als Steve und ich damals ein Videospiel übersetzt haben, DC Universe Online. Die wollten das wissen. Wie dann natürlich die Begriffe in den Comics sind, deswegen hatten sie sich ja damals an ihn gewandt. Was jetzt die Serien und Filme angeht, glaube ich, die Erde werden sich wahrscheinlich vielleicht selber die Comics kaufen, ob da jetzt ein Kontakt da ist. Gute Frage, also zu mir nett. Das wäre doch mal was. Das fände ich überhaupt interessant, ob es sowas wie eine Übersetzerszene gibt, ja, ob man sich kennt. Also es gibt ja nun auch noch mehr Verlage als den Panini Comics Verlag, gibt ja auch noch andere Comic Verlage, es gibt ja generell überhaupt, Deutschland ist ein Übersetzungsland, ja, also wir sind es gewöhnt, wir sind verwöhnt, dass wir alles auf Deutsch lesen können. Gibt's sowas? So Treffen, geheime Meetings? Ja, darüber kann ich jetzt kein Wort verlieren. Bist du verrückt? Muss ich umbringen? Nein. ja, also so, zu den Messen. Wer Zeit hat, wer kann, wer sich kennt oder auch nicht oder in dem Moment dazukommt. Man trifft ja auf besagten Messen ja dann neue Leute. Also ab und an treffen wir uns schon, aber jetzt nicht so. Psst, an dem und dem Tag um die Uhrzeit. Ja, Also, kein oder geheimer zumindest bin ich Stammtisch. nicht eingeladen, ich weiß es nicht. Aber um deine andere Frage zu beantworten, ein Comic, der mir momentan äußerst gut gefällt, ist von Fiona Staples und Brian K. Vaughan Saga. Das ist so einer der Comics, die ich in meiner Freizeit wirklich verschlinge. Das ist ganz abgefahrenes Space, Trash, Romanze, Abenteuer, ich Er weiß ist auch fantastisch, wird hier von allen Seiten auch mit Preisen überhäuft. nicht. Zu Also ist ja, Recht. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Band 7 ist gerade sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch der aktuelle. Kann Ja, ich also so bestätigen. er liegt hier irgendwo. Oh, weil ich wollte erst den Sechser nochmal lesen. Ja, siehst, da kommt der Geek in mir hoch. Man muss erst nochmal das vorher lesen, damit man Ja. reinkommt. Ja, 7, hier ist er. Oh, habe Auf ich jeden noch vor Fall. mir. Okay, also auf jeden Fall ein ganz toller Comic. Jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber trotzdem fantastisches Nee, Meisterwerk. stimmt, kein Geheimtipp, nein. Nicht mehr. Okay, also Wonder Woman und eben war der letzte Film und dann natürlich eben auch Saga, eine ganz tolle Reihe, die dann noch bei CrossCult derzeit erscheint. Ja, Caroline, erstmal vielen, vielen Dank für die ganze Zeit, die du dir heute genommen hast, dass das auch mit unserem Interview geklappt hat. Gerne. Was wird dann so, darfst du schon verraten, an was du arbeitest, was so das nächste ist, wo wir deinen Namen drin lesen können? Das nächste, wo man meinen Namen noch lesen kann. Oh, der zweite Band von Little Gotham. Von Dustin Nguyen oder Nguyen, wie auch immer, gezeichnet. Das habe ich jetzt als letztes gemacht. Und
Ja, doch, das darf ich schon sagen. Momentan arbeite ich an Death of Hawkman. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, cool. Das sind auch sehr, also ich weiß auf jeden Fall, bei dem zweiten Little Goth Band ist schon Erscheinungsdatum irgendwo am Ende des Horizonts. Und Death of Hawkman wahrscheinlich gibt es auch schon was. Kommt es noch dieses Jahr? Dieses Jahr, Moment, jetzt haben wir, ja. Komm noch. Ich glaube schon. Aber da müsste ich nachschauen, tatsächlich. Okay, packen wir trotzdem beide auf den Wunschzettel. Da kann man das dann sich vom Weihnachtsmann wünschen. So. Sehr schön, finde ich gut. Ja, vielen Dank für deine Zeit, Caro. Eine letzte Frage noch zum Schluss. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich dich auf Facebook gestalkt habe, weil das machen wir nämlich immer, wenn wir uns über unsere Interviewpartner informieren. Und mir fällt auf, dass du da regelmäßig Sachen von change.org teilst. Was ist das denn? Das ist quasi so eine Plattform, wo Leute einfach Petitionen starten können über Sachen, die sie bewegen. Das sind unterschiedlichste Themen, die da anstehen, von Umweltschutz über Petitionen für Leute, die ungerecht behandelt werden, festgehalten werden. Es geht viel um Natur, auch Tierschutz. Also einfach Sachen, die klar, man denkt sich, boah, ich kann es nicht mehr hören, aber ohne Scheiß, das sind dann genau die Leute, die am lautesten meckern, wenn die Sachen dann immer da sind. Also ich bin kein Weltverbesserer, der anderen den Zeigefinger ins Gesicht trägt, aber zumindest irgendwas tun und sei es halt einfach eine Petition teilen. Dann teilt sie halt wieder jemand und noch jemand und schon sind es 3 Leute mehr. Und wer weiß, wenn man gar nichts tut, nicht einmal so einen kleinen Furz seiner Zeit, dann, naja, gut, dann halt nicht, aber so denke ich mir das. Also besser ein bisschen was gemacht als so gar nichts. Und das sind dann so Online-Petitionen, die irgendjemand erstellt hat und die thematisch wahrscheinlich verschiedenste Sachen abdecken. Ganz Wie du schon genau. gemeint hast. Von dir ist da jetzt keiner dabei, du hast dann halt viele Sachen geteilt, die dich bewegt haben, wie du sagst. So ist es, Oder genau. was, okay. Und Ja. es ist für jeden was dabei. Also ich bin mir sicher, über irgendwas kann man sich da immer echauffieren. Ja, gerade in aktuellen politisch brisanten Zeiten ist ein bisschen Beteiligung jetzt ganz sicher nicht schlecht. Auch ein aktives Bewegen der Demokratie sicherlich auch gut. Eigentlich kannst du vielleicht mal einen rausgreifen mit so von diesen Petitionen, die da für dich aktuell eine Rolle gespielt haben? Ja, tatsächlich die letzte, die mich wirklich, wo ich einfach wütend wurde, war eine 74-jährige Rentnerin, die, weil sie so eine kleine Rente hat, halt Pfandflaschen sammeln muss, wurde, weil sie es auf dem Flughafen in, ich weiß nicht mehr, welchen Flughafen es war, aber weil sie am Flughafen eben war und dort die Pfandflaschen gesammelt hat, wurde sie zu einer Strafe von 2.000 € verurteilt. Und da wegen vom Flughafenbetreiber. Und da hört es bei mir einfach auf. Das geht nicht. Ich meine, hallo, die Frau kämpft um ihr Überleben, ist eh schon in einer Rente, die viel zu niedrig ist und will es so aufbessern und dann sowas. Ja, und das sind auch die Sachen, das sind auch so die Sachen, die erfolgsversprechender sind, als jetzt gegen irgendwelche riesigen Konzerne anzugehen. Und da kann man dann wirklich was bewegen. Gerade bei solchen Sachen. Sehr schön. Im konkreten Beispiel lässt sich da, glaube ich, viel machen, ja. Ja. Dann sehr schön. Vielen Dank nochmal, Caro, dass du dir die Zeit genommen hast. Oh, sehr gern. Das war sehr informativ. Wir haben heute, glaube ich, sehr viel gelernt. Und gerade jeder Superhelden-Comic-Fan Deutschlands sollte sich das mal angehört haben hier. Wie immer seid ihr da draußen aufgerufen, mal bei uns im Geekbook auf geekbiz.de vorbeizuschauen. Dort werde ich die Folge auch entsprechend posten. Ihr könnt das Ganze wie immer auf YouTube finden, auf iTunes finden, auf Soundcloud natürlich auch und natürlich auch über Google. Einfach mal den Telestammtisch eingeben und ihr könnt es gar nicht verfehlen. Wir teilen das auf jedem besseren sozialen Netzwerk, das man so hat. Und da könnt ihr auf jeden Fall nochmal reinhören. Caro, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.